Sie wollen Teilhaber im Dreikönige werden? Sie brauchen das Geld für den Denkmalschutz. Und ich könnte Ihnen zudem den Rücken für die Bauarbeiten am Gutshaus freihalten. Haben Sie mit dem Schlosshotel in Celle und dem Askanienpark nicht schon genug zu tun? Ich habe genug Energie für 5 weitere Hotels. Und ich habe schlechte Erfahrungen mit Teilhabern gemacht. Es ist nur ein Angebot. Denken Sie in Ruhe drüber nach. Aber ich verspreche Ihnen, ich bin kein Teilhaber wie die, die Sie bisher hatten. Ich werde mir das durch den Kopf gehen lassen. Was machst denn du da? Noch mal kontrollieren, ob ich alles hab. Nora, falls was fehlt, kaufen wir es nach. Komm. Karl hat noch die Ehringe meiner Eltern. Sie hat sie für mich aufbewahrt, seitdem in meinen Bus eingebrochen wurde. Keine persönlichen Gegenstände. Es steht explizit in den Statuten des Zeugenschutzprogramms. Aber sie begleiten mich mein ganzes Leben lang schon. Ja. Habt ihr die SMS auch bekommen? Mhm. Ja. Wir haben noch 3 Stunden. Ich muss zu Henry. Ich muss mich verabschieden. Nein, 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 nein. Das ist genau das, was du eben nicht tun sollst. Es steht nicht explizit. Ich muss auch noch zu Carla. Mich verabschieden. Ja, sag mal, tut hier eigentlich jeder, was er will? Ihr macht es, Frau Hellebaum, wirklich nicht einfach, für eure Sicherheit zu sorgen. Ich kann nicht einfach so gehen. Na ja, gut. Aber sei pünktlich wieder zurück. Sei mir nicht böse, aber Militzer ist mir nicht geheuer. Ja, mir auch nicht, aber wir sitzen beide in einem Boot. Und das würde wohl kaum zum Kentern bringen wollen. Ich meine, trotz aller Vorbehalte, wir arbeiten gut zusammen, was auch die jetzige Kooperation zeigt. Ja, das mag ja sein, aber willst du dir wirklich in alle Entscheidungen von ihm reinreden lassen? Naja, man müsste die Aufgabengebiete für Herrn Mielitzer natürlich genau definieren. Das lässt sich natürlich machen, aber trotzdem. Setzt du mir einen Vertrag auf? Du willst das wirklich, oder? Ich möchte mir einfach die Möglichkeit offen halten. Gut, dann musst du mir genau sagen, welche Aufgaben Militzer übernehmen soll. Ja, von Investitionsentscheidungen ist er auf jeden Fall ausgeschlossen. Das wird ihm aber nicht gefallen, wenn er Geld in dein Unternehmen steckt. Dann soll er den Vertrag ablehnen. Aber Werbung, Marketing, ich glaube, das kann er ganz gut. Dann kann er den Aufgabenbereich übernehmen. Die Kopie einer Aktie, die wir in der alten Drogerie unserer Eltern gefunden haben. Also weit sind Sie also nicht mit Ihrer Schnitzeljagd gekommen. Sie hat mir aber schon schöne Erinnerungen beschert. Unsere Wette. Du investierst in dein Los und ich in die Aktien. Und wer nach einem halben Jahr mehr Gewinn gemacht hat, der lädt den anderen zum Essen ein. Einverstanden? Einverstanden. Du warst schlauer. Du hast deinen Anteil auf ein Sparkonto gegeben. Gut war, dass ich mir ein Lotterielos gekauft und damit die Muschelfahrt gewonnen habe. Ja, und in der Drogerie hing ein altes Wahlplakat von Ihnen. Heißt, der nächste Hinweis müsste hier in Ihrem Büro sein. Gut kombiniert. Was Weiches? Also ein kleiner Tipp, wenn Sie wissen wollen, was da drin ist, holen Sie es raus. Ach nee. So. Der Rathausschal. Es geht hier um einen Rekord, nicht um einen Schönheitspreis. Dafür, dass Sie zuerst nicht mitmachen wollten, legen Sie sich ganz schön ins Zeug. So ist das unter Geschwistern. Wenn es drauf ankommt, habe ich Erika noch nie im Stich gelassen. Was hast du mich getriezt, dass ich endlich die Stricknadeln in die Hand genommen habe? Aber guck mal weiter. Das Bild. Hier, dafür stehst du in der ersten Reihe. Tatsächlich. Aber wo ist denn dann der nächste Hinweis? Kann ich das wegwerfen? Ja, natürlich. Ganz sicher? Nein. Ein Ritter auf einem Pferd. Der nächste Hinweis ist das Gutflickenschild. Erika, komm, mach das da rein. Wir müssen los. Ja. Dankeschön. Bitteschön und viel Vergnügen noch. Guten Tag. Torben, erzähl
erzählt gerade, dass du darüber nachdenkst, Melissa am Dreikönige zu beteiligen? Ich meine, Denkmalschutz in allen Ehren, aber du hast mich vor kurzem noch vor dem Mann gewarnt. Ich habe ja nicht die Absicht, ihm hier Prokura zu geben. Aber ich verstehe dich trotzdem nicht. Du hast dich total aufgeregt, dass er mich abwerben wollte. Er weiß eben, was gut ist. Er versteht sein Geschäft und das Schlosshotel in Celle steht finanziell hervorragend da. Und seitdem Ascania Park übernommen hat, ist der Gewinn um fast 20% gestiegen. Gunther, wie kommst du denn an die Zahlen von Melissas Hotel? Ich habe sie meine Quellen. Aber warum suchst du überhaupt einen Teilhaber? Nach dem Drama mit deinem Bruder und, naja, mit Merle ist es doch auch nicht gut gelaufen. Dann werde ich mal sehen, ob ich Kim hier herlotsen kann. Dann könnt ihr euch kennenlernen. Du hast mit ihr gesprochen? Hat sie denn Lust, in einer Kleinstadt zu arbeiten? In einer besonders hübschen Kleinstadt? Also auch wenn du sie überzeugen könntest, in Lüneburg statt in London zu arbeiten, es heißt noch lange nicht, dass ich sie hier einstelle. Sie wäre ein Gewinn für den Service, da bin ich mir sicher. Ja, aber Referenzen hin oder her, es muss auch menschlich stimmen. Kim ist offen, freundlich, also sie wird dir gefallen. Okay, ich mache 100 Kreuze, wenn ich personell wieder gut aufgestellt bin. Mein Torben reitet heute schon wieder alleine aus, nur weil ich hier nicht weg kann. Ja, wenn du willst, kann ich ja mein Auge auf das Restaurant haben. Das würdest du tun? Nö, ich habe heute keine Termine mehr. Sag mal, traust du mir das überhaupt zu? Ja. Ihr wart aber lange unterwegs. Hast du uns vermisst? Sag bloß, du hast mit Frau Franke gesprochen. Ja. Ruhig und sachlich. Okay, gut. Gut, dass du dabei warst, mein Kleiner, und auf deinen Vater aufgepasst hast. Ich denke, ich habe sie erreicht. Wie, was heißt das? Das heißt, Frau Franke wird ihre Falschaussage zurückziehen. Wie bitte? Sie hat zugegeben, dass sie damals vor Gericht gelogen hat? Naja, nicht direkt. Ich denke, sie hat Angst vor einer Strafverfolgung. Ich habe ihr geraten, sich an einen Anwalt zu wenden. Ihre Drogendelikte liegen so lange zurück, sie sind längst verjährt. Sie kann also die Aussage gefahrlos revidieren. Selbst wenn sie damals falsch ausgesagt hätte, warum sollte sie die Aussage jetzt zurücknehmen? Sie seit 20 Jahren mit einem schlechten Gewissen lebt, ist das nicht genug? Volker, es gibt keine Hinweise auf irgendwelchen Drogenschmuggel von Frau Franke oder dass sie falsch ausgesagt hat. Ich kenne die Wahrheit. Du verrennst dich schon wieder. Ich habe sie doch damals im Zeugenstand gesehen. Ich habe ihr in die Augen geschaut. Ich habe gesehen, wie sie lügt. Und genauso habe ich vorhin ihr schlechtes Gewissen gesehen und wie es sie quält. Oder ihre Angst, weil sie vom Sohn eines Mörders unter Druck gesetzt wird. Volker, wir haben gleich einen Termin mit dem Architekten. Ich wäre froh, wenn du mitkämst. Natürlich komme ich mit. Es geht doch um unser Haus. Gut. Hey. Sprich. Ich bin mit Frau Ebinger und Frau Rose verabredet. Naja, ein paar Minuten habe ich noch. Nee, es passt. Ich suche eh nach einem Ort, wo ich ein bisschen allein sein kann. Ich muss mir über ein paar Sachen klar werden. Stress mit Edda? Stress ist nicht das richtige Wort. Also, wenn Sie reden wollen, ich habe zwei Ohren, sie gehören Ihnen. Nee, ich glaube, das bringt nichts. Sie glauben gar nicht, wie gut ich zuhören kann. Ich mach das lieber mit mir allein aus. Das habe ich früher in Ihrem Alter auch immer gedacht. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Danke. Tschüss. Ich freue mich jedes Mal, euch zu sehen und fürchte jedes Mal, es könnte das letzte Mal sein. Es ist das letzte Mal. Ja, wir sind so gut wie auf dem Weg in unser neues Leben. Deswegen wollte ich auch Henry unbedingt noch mal sehen.
Entschuldigung, der hat sich spontan freigenommen. Ich weiß auch nicht, wer er ist. Das Handy geht da auch nicht. Ich versuch's mal in der WG. Unsere Zeit war viel zu kurz. Hey, besser als nichts. Immerhin dachten wir beide, wir würden uns nie wiedersehen. Ich würde so gern sagen, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren dürfen. Vielleicht haben wir wieder Glück und begegnen uns nochmal. Sag mal. Hast du noch die Ehringe meiner Eltern? Natürlich. Allerdings zu Hause. Gut. Ich möchte, dass du sie behältst. Aber mir gefällt die Vorstellung, dass du was für mich aufpasst. Und dass ich irgendwann zurückkomme und es mir abhole. Es hat mir so gut getan, dich in den letzten Wochen an meiner Seite zu haben. Diese Rolle wird jetzt jemand anders übernehmen. Aber ich werde dich... Sag das nicht, bitte. Lass uns einfach so tun, als würden wir uns morgen wiedersehen. Ohne Abschied? Ohne Abschied. Na dann. Bis morgen, Carla. Bis morgen. Edda will die Zeit mit ihm genießen. Die letzten Tage, Stunden, Sekunden, die ihnen noch zusammenbleiben. Guter Plan. Aber wie soll das gehen? Jeder Tag, jede Stunde, jede Sekunde ist bestimmt vom drohenden Abschied. Von der Zukunft, die sie nicht teilen werden. Weil Edda es so entschieden hat. Was bleibt in Erinnerung? Und auch die wird er verlieren. So wie er Edda verloren hat. Deine Empanadas waren super lecker. Nicht der Rede wert. Das Rezept ist von meiner Schwester. Mhm. Vielen Dank für die Einladung. Nachdem wir uns nun heute schon zum zweiten Mal zufällig getroffen haben, war das ja wohl auch nötig. Ja, so eine kleine Stadt hat auch was für sich. Hey, ist Henry da? Das ist Kim aus New York, die Nichte von Herrn Blickenschild. Hallo. Weißt du, wo Henry ist? Ruf ihn doch an. Hab ich schon, der geht nicht dran. Riecht das nach Liebeskummer? Keine Ahnung. Du, wenn wir heute Abend noch tanzen gehen wollen, dann muss ich noch ein paar Stunden in der Wäscherei arbeiten. Ich habe mich sowieso schon gefragt, wie du dir so viel Zeit nehmen kannst. Ich bin mein eigener Chef. Eliana? Hey. Danke. Danke für alles. Du bist eine echt gute Freundin. Danke, Edda. Du bist auch eine echt gute Freundin. Bis später, ja? Ich kann nicht mitnehmen, ich bin mit dem Auto da. Danke, super. Also, mach's gut. Ja. Tschüss, tschüss. Hey. Mich bitte mal zurück, wenn du das hörst. Du weißt schon, warum. Besten Dank, Herr Reiser. Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Kommen Sie, wir begleiten Sie nach draußen. Ich muss nur noch kurz zahlen. Ich bin gleich bei euch. Also, im Gegenteil. Sie haben Kollegen, die mir diesen Gefallen sicher nicht getan hätten. Sie haben was gut bei mir, Frau Paulsen. Okay. Ah,
Das Golftalent vom Denkmalschutz. Sie haben gutes Gedächtnis. Ja, aber immer noch keine Ahnung, wie die Frau Ihnen helfen will, den Laden hier zu übernehmen. Strengen Sie sich an, Sie sind doch Politprofi. Den einen oder anderen Schachzug kann ich wohl noch von Ihnen lernen. Kaffee bitte, schwarz. Haben Sie eine Ahnung, wie teuer es ist, einen Gutshof so zurückzubauen, dass er den Anforderungen des Denkmalschutzes gerecht wird? Sie wollen Flickenschild in Geldnot bringen. Wenn man den König nicht direkt matt setzen kann, muss man ihn über Umwege in die Knie zwingen. Sehr gut, ich muss. Tschüss. Tschüss. Ach, Herr Carsten, es ist gut, dass ich Sie treffe. Ich muss leider raus, Merle wartet draußen auf mich. Herr Carstens, es gibt schwere Vorwürfe bezüglich Ihres Vorgehens beim Aufbau des onkologischen Zentrums. Dass Ihr Vater einen Therapieplatz bekommen hat, stößt einigen Menschen sauer auf. Ich kann mir schon vorstellen, wer mir da einen Strick draus drehen will. Gibt es da irgendwelche Ungereimtheiten? Nein, überhaupt nicht. Es ist alles korrekt abgelaufen. Das hoffe ich. Ich will absolute Transparenz. Können Sie haben. Wenn der Vater des Verwaltungschefs unserer Klinik einen begehrten Therapieplatz bekommt, muss klar nachvollziehbar sein, dass es hier keine Begünstigung gibt. Herr Jansen, ohne mich gäbe es keine Therapieplätze an dieser Klinik. Sie haben 2 Tage Zeit. Suchen Sie alle Unterlagen zusammen. Ich will die Vorgänge nachvollziehen können. Sie sollen alle Unterlagen haben, bis ins kleinste Detail. Natürlich werden wir neue Freunde finden. Aber auch eine zweite Carla, die wird es für mich nicht geben. Vor allem, wir werden mit unseren neuen Freunden nie über unsere Vergangenheit offen reden können. Nee. Was ist das? Das ist mein altes Stethoskop. Dein altes Stethoskop? Mhm. Wie hast du das denn rübergerettet? Habe ich in meinem Bus versteckt. Gegen die Statuten des Zeugenschutzprogramms? Ja, ich konnte nicht anders. Ich konnte mich nicht davon trennen. Ja, wie von den Lapislazuli-Ringen, die Ringen deiner Eltern und meiner Doktorarbeit. Ja, du hast eben eine kleine Revoluzerin zur Frau. Mhm. Ich habe auch überlegt, ob ich den Bus mit ins Zeugenschutzprogramm nehme. Würde Frau Hellober merken, oder? Ich überlege gerade, ob ich den Teilchenbeschleuniger mit in die Tasche kriege. Okay, wenn du die Wahl hättest. Teilchenbeschleuniger oder Bus. Was würdest du mitnehmen? Naja, dein alter Bus fällt schon bald auseinander. Wir könnten einen neuen gebrauchen. Ich nehme doch lieber einen anderen Mann mit. Tja, das war also das Kapitel Lüneburg. Wir sind abreisebereit. Ich werde die Zeit hier nie vergessen. Mit Carla. Volker Carstens, Stefan Hartmann. Keine Sorge, ich weiß, warum wir nicht hierbleiben können. Ich ruf mal Edda an. Arthur, ich muss noch was klären. Wie? Ich kann sonst nicht unbeschwert in unser neues Leben starten. Ja, aber wir haben nur noch 2 Stunden Zeit. Ich bin rechtzeitig zurück. Das Wünscheln ist sie zu klein. Ja, ich kann das immer noch nicht fassen, dass Sie damals eine Quelle auf dem Gut gefunden haben. Ja, das Wünscheln liegt mir. Ja, kam danach nicht dieser ominöse Wunderheiler nach Lüneburg? Ja, Dr. Larsen. Ja, da war ich gerade in Rwanda. Schade, dass ich den verpasst habe. Der war für uns alle eine Enttäuschung. Ja, gibt es dafür kein Erinnerungsstück? Einen dieser ominösen Heilsteine? Auf die Erinnerung kann ich verzichten. Naja, also, aber jetzt sollten wir weitergehen. Ja. Kitzeljagd ist noch nicht zu Ende. Wunderbar. Und wo ist der nächste Hinweis? Also, bevor es weitergeht, ich muss was essen. Wie, du machst jetzt Schlapp? Ich bin hungrig. Wir müssen ins Carlas. Mhm. Also gut, 30 Minuten, dann geht's weiter. Okay. Hallo. Alles in Ordnung? Sicher. Es ist nur wegen Nora. Ah, ist sie schon unterwegs? Woher? Naja, es war ja abzusehen, dass Sie und Ihre Familie nach dem Überfall eine neue Identität bekommen. Ja, sie hat sich vorhin bei mir verabschiedet. Wer weiß. Vielleicht fügt euch das Schicksal irgendwann wieder zusammen. Glaubst du da wirklich dran? Wäre noch möglich. Hält dich mal an! Hat
plötzlich nicht gesehen. Dann darf sie nicht hinter das Steuer, das ist eine Unverschämtheit. Mann! Erwarten Sie, dass ich mich bedanke, weil Sie mir das Leben gerettet haben? Nein. Sie hätten mich da draußen im Park verrecken lassen sollen. Dann wäre ich ja nicht besser als Sie. Nach 20 Jahren in Angst wären Sie endlich frei gewesen. Ich bin frei. Ich habe keine Angst. Nein, diese Macht haben Sie nicht mehr über mich. Da habe ich aber ja was ganz anderes in Ihren Augen gesehen. Ich bin stolz darauf, dass ich Sie vor 20 Jahren mit meiner Aussage ins Gefängnis gebracht habe. Und ich würde es heute genauso wieder machen. Wie geht's Ihrer Tochter? Wir haben schon einmal eine glückliche Zukunft geschaffen. Wir schaffen das auch wieder. Weiß das LKA, dass Sie hier sind? Haben Sie Ihre Taschen schon gepackt? Hat das LKA Ihnen schon neue Papiere besorgt? Ich fühle mich geehrt, dass Sie gekommen sind, um sich von mir zu verabschieden. Ihr Sohn lebt seit 20 Jahren mit Ihrer Lüge. Machen Sie Ihren Frieden und sagen Sie ihm die Wahrheit. Der Patient hat alles, was er braucht. So, jawohl. Nur sag schon, wo geht es als nächstes hin? Du musst nur den Hinweisen folgen. Bitte? Aber hier sind keine Hinweise. Wir müssen in die Laube. Mhm. Kommt, wir essen später. Nein, ich habe Hunger. Okay. Dann hätte ich gerne... Bitte? Das habe ich doch gar nicht bestellt. Und warum bekomme ich nichts? Sie müssen sich selbst was aussuchen. Das habe ich für Inge von unterwegs vorbestellt. Das ist der Hinweis. Eine Erinnerung, die ich völlig vergessen hatte. Deshalb der kleine Zwischenstopp. Also ich verstehe es nicht. Ach, Nikos Saravakos, kein Wunder, dass ich die Episode vergessen habe. Was kann ich für Sie tun? Mit Verlaub, Helena. Udo! Nikos hat Ihnen den Kinnhaken nicht verpasst. Nein, aber er war schuld. In einer halben Stunde auf meiner Suite. Eine Leichenübertragung. La Traviata im Bezahlfernsehen. Was meinen Sie, wenn wir beide uns diese Aufführung gleich angucken? Und Udo dachte, Sie stellen Inge nach. Es war schön zu sehen, wie eifersüchtig Udo sein kann. Also ich fand das nicht so schön. Das war das einzige Mal, dass Udo außerhalb des Boxrings zugeschlagen hat. Oh, ich fühle mich geehrt. Ja. Nikos war auch ganz scharf auf dich. Mhm. Ja, das stimmt. Aber Udo hatte zu keinem Zeitpunkt Grund zur Eifersucht. Hätten Sie ihm das nicht klar machen können, bevor er ausgeholt hat? So, was mache ich jetzt mit meiner Erinnerung? Was klebe ich denn in mein Album? Ja, vielleicht... Die Rechnung vom Salat? Bitte sehr. Ach, natürlich, Uso. Du, mein Kleiner, wirst mal ganz großer. Vielleicht überlebe ich das hier. Dann bringe ich dir alle Tricks fürs Leben bei. Ja, bestimmt. Willst du nicht mal auf den Arm nehmen? Ich glaube, Kasper hat die Windeln voll. Ich gehe ihn mal schnell wickeln. Ich
bei euch alles in Ordnung? Ja, ist alles gut. Sag mal, hast du Frau Franke angerufen? Du wolltest dich bei ihr bedanken für deine Rettung. Sie hat meinen Tod nur hinausgezögert. Komm, was soll das? Was will ich von dir nicht hören? Die Therapie schlägt hervorragend an. Sie war vorhin hier. Das ist ein gutes Zeichen. Wofür? Dass sich ihr Gewissen regt. Das heißt, ich muss nur an ihr dranbleiben. Und früher oder später wird sie diese Aussage zurückziehen. Das kannst du vergessen, glaub mir. Quatsch, ich hab ein gutes Gefühl. Da musst du dich aber beeilen. Ach, vergiss es. Lass uns spazieren gehen. Ich brauche frische Luft. Okay. Ich frag den Wärter, ob das in Ordnung geht. Ich will nicht, dass der mitkommt. Wie stellst du dir das vor? Wir kommen nicht an ihm vorbei. Leg ihn ab. Hör mal, was glaubst du, was hier los ist, wenn du dich aus dem Zimmer schleichst? Ach, Volker. Wo soll ich schon hin? Ein gebrechlicher, todkranker Mann. Los, hilf mir in den Rollstuhl. Vater. Entschuldige, wenn ich dir jetzt helfe, dann können wir uns eine Zelle teilen. Willst du das? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sich das Leben da draußen anfühlt. Ohne Gitter und ohne Schließer. Jetzt hör mir mal ganz gut zu. Ich bringe die Frau Franke dazu, dass sie ihre Aussage revidiert und dann gehe ich mit dir, wohin du willst. Okay? Hey, ich verspreche es. Ja. Tja, ich muss zurück ins Büro. Wenn du irgendetwas brauchst, dann lässt du mich rufen. Okay? Mal positiv. Jetzt kannst du hier am Imbiss nach dem Rechten sehen. Das wolltest du gestern schon machen. Mom, ich wäre viel lieber mit dir ausgeritten. Aber mit einer nassen Reithose, mit nassen Reitstiefeln. Echt, diese Schnepfe hinterm Steuer, ja, die hat mir den ganzen Tag vermiest. Ach, guck mal, da fährt einer raus, der kann sie einpacken. Ah, perfekt. Was hältst du davon, wenn wir heute nach Feierabend ausreiten gehen? Mom, ich komme doch erst raus, wenn es dunkel ist. Wir machen eben einen Nachtausritt. Das klingt spannend. Ich habe noch 2 Stirnlampen von meinen Patagonien-Vorbereitungen. 2? Konntest du dich mal wieder nicht für ein Modell entscheiden? Okay, Hey! Das glaube ich jetzt nicht. Das ist doch das gleiche Auto. Mit der Frau erzähle ich jetzt mal wirklich was. Hallo. Hey! Mit was für einer guten Laune die abdampft. Was willst du machen? Willst du dir jetzt verklagen? Die hatte ich wahrscheinlich nicht gesehen. Die ist nicht blind, die ist einfach nur dreist. So. Ich hab keine Lust mehr, wir fahren wieder. Du wolltest doch hier nach dem Rechten sehen. Na, was soll denn das jetzt bringen? Sag du's mir, du bist Anwalt, mach was, hä? Das ist schon irgendwie komisch, dass dir die gleiche Frau an einem Tag gleich 2-mal in die Parade. Aha, schön, dass du darüber lachen kannst. An jedem anderen Tag könntest du das auch. Die kann jetzt auch nichts dafür, dass Nora fährt. Hm? Dann ist sie einfach jetzt schon wie verrückt. Ja. Aber über diese Tussi könnte ich auch nicht am anderen Tag lachen, das sag ich dir. Mann. Kannst du den Hinter wechseln? Boss! Ich, Boss! Du komm schon mal rein! Die Pillen. Hier, komm, hilf mir. Die Pillen. Ich brauch die Pillen.
dachte schon, Sie hätten mich vergessen. Wir haben noch eine Zwischenstation eingelegt. Ich hatte völlig den Flirt meiner Schwester mit einem heißblütigen Griechen vergessen. Ach so, Sie waren noch kurz auf Korfu? Wir kommen direkt aus Hannes Laube. Herr Lüder hat mir eine alte, längst vergriffene Single von den Rainy Birds geschenkt. Was mich sehr neidisch gemacht hat. Hast du denn schon das Autogrammfoto von Hannes eingeklebt? Also Erika, wenn Sie einen Hit von den Rainy Birds hören wollen, dann greife ich zur Gitarre. Ihre Schwester, die muss auf eine Konserve zurückgreifen. Oh mein Gott, das ist wirklich eine Seltenheit, dass Sie sich für mich davon trennen? Naja, wären Sie nicht gewesen, dann hätte ich die Single überhaupt nicht mehr, genauso wie einige andere meiner unbezahlbaren Platten. Wir beide sind ein gutes Team. So, und in Ihrer Laube habe ich diesen Abholschein gefunden. Das muss doch der nächste Hinweis sein. Und dann müsste dieser Umschlag für Sie sein. Moment. Oh, ich habe diese Anziehpüppchen als Kind geliebt. Und er ständig versucht, mir die Kleider von meinen Puppen abzuluxen. Nicht nur versucht. Überlegen Sie doch mal, woran diese Puppe Sie sonst noch so erinnert. Hoi. Ich trage einen eleganten Klassiker, zeitlos im Design, edel im Stoff und absolut erschwinglich. Sie haben meinen Vintage-Verkauf gerettet. Ohne Sie hätte ich kein einziges Teil verkauft. Das hat aber auch richtig Spaß gemacht. Das war wirklich eine wunderbare Idee mit der Schnitzeljagd. Wie kommen Sie darauf, dass sie zu Ende ist? Es gibt doch einen Hinweis? Das würde sich gut auf dem kleinen Bus machen. Du schöner aus schwarzem Metalliclack. Ich dachte eher an weiß. Naja, über die Farbe können wir später noch streiten. Haben Sie einen Favoriten hinter den Leasingangeboten? Auto, Staud, guter Preis. Ja. Wollen wir Nägel mit Köpfen machen? Ja, Mielitzer hier. Grüße Sie. Ich habe hier ein Leasingangebot für einen Kleinbus von Ihnen vorliegen. Ja, es geht um den Shuttle-Service vom Ascania-Park zum Dreikönige. Und zurück. Ja, das ist ein sehr gutes Angebot, aber wir wissen doch beide, dass da noch Luft drin ist. 15%? 10? Hahaha, 10 ist zu wenig. Also dürfen Sie nicht rechnen. Ich meine, das ist für Sie eine Investition in eine langjährige Zusammenarbeit. 13? Damit würde ich mich bei diesem ersten Fahrzeug zufrieden geben. Also, kommen wir ins Geschäft? Gut, dann dürfen Sie das als verbindliche Zusage sehen. Wiederhören. Ich bin beeindruckt. Nie mit dem ersten Angebot zufrieden geben. Das tue ich auch nicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich 13% ausgehandelt hätte. Denken Sie mal über die Teilhaberschaft nach. In Zukunft könnte ich die heiklen Verhandlungen übernehmen. Was würden Sie davon halten, wenn ich bei Ihnen im Ascania-Park einsteige? Ja, wenn ich an Ihrer Stelle wäre und würde Kapital benötigen, dann... Ja, herzlich willkommen als Teilhaber in meinem Hotel. Ja, das sagt sich so leicht. Ich will Sie nicht unter Druck setzen. Ich weiß, die Entscheidung ist nicht einfach. Bis bald. Ach, sag mal, hast du gestern diese Dokumentation gesehen? Nee. Wo sind die Wachmänner? Saßen gerade noch da. Fahr uns weg. Such den zweiten Wachmann. Hallo? Hallo? Hey, wachen Sie auf? Okay, wo ist Hartmann? Ich wusste gar nicht, dass man hier auch tanzen gehen kann. Lüneburg hat einiges zu bieten. Ah, fürs Erste reicht's mir, wenn wir heute Abend Spaß haben. Du wirst diesen Club lieben. Und diese wöchentliche Samba-Party, die ist fast so gut wie in Rio de Janeiro. Hör auf anzugeben. Ah. Wie lange willst du eigentlich in Lüneburg bleiben? Ein paar Tage, keine Ahnung. Hängt davon ab, wie gut unser Abend heute wird. Ach, jetzt setzt du mich unter Druck.
Ich sollte bald weiterziehen. Schließlich suche ich einen neuen Arbeitsplatz. Arbeit gibt's doch auch in Lüneburg. Ich dachte eher an London, Rom, Paris. Hallo Kim. Dr. Silva, schön, dich zu sehen. Ich hoffe, es hat bisher geschmeckt. Bist du jetzt auch noch Küchenchef? Nein, Carla ist nicht da, aber sie hat mich gebeten, einen Blick aufs Restaurant zu haben. Bei uns war alles ganz wunderbar. Das Essen war super, der Service leider ein bisschen lahm. Ja, der Barkeeper ist leider auch ausgefallen, krankheitsbedingt. Hat sie keinen Ersatz gefunden? Leider nein. Und Frau Saravakos kann ich nicht erreichen. Und vielleicht hätte sie ja noch jemanden im Petto. Die Kellnerin hat da ja ganz schön Land unter. Ja, das kannst du laut sagen. Da muss ich wohl jetzt ran. Entschuldigung. Nehmen Sie bitte die Bestellung an Tisch 6, nein, Tisch 8 auf und servieren den dritten Menügang an Tisch 6. Selbstverständlich. Danke. Tja, und ich muss hinter die Bar. Bevor du dich hinter die Bar stellst, helfe ich lieber aus. Das würdest du tun? Ich habe heute Morgen gesehen, wie du Kaffee einschenkst. Du hast in dem Tresen nichts zu suchen. Das wäre wirklich sehr nett, aber wolltet ihr nicht ausgehen? Da kann man nichts machen. Das ist ein Notfall. Heißt aber, das Essen geht aufs Haus. Also, falls ein Dessert gewünscht wird, ich serviere es auch persönlich. Verlockend, aber ich muss leider arbeiten. Oh. Na, ihr? Ich wusste ja, dass ich die letzte Station bin, aber ich hätte euch früher erwartet. Hast du sie schon die letzte Station? Ja, also irgendwann muss ja mal Schluss sein. Dafür habe ich was für dein Album. Mhm. Tada! An die Recyclingtaschen habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Ich hätte sie auch gern vergessen. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich finde diese Taschen gut. Mhm. Du könntest auch ein Stück ausschneiden und das in dein Album kleben. Muss ich. Alternativ hätte ich noch das. Der Schützenschärfling. Stellvertretend für den Bleicher Forst. Was ist denn so besonders an dem Wald? Ja, es gibt da zum Beispiel einen Nacktwanderweg. Doch hier der Nacktwanderweg. Herr Müller, kommen Sie, ich zeig Ihnen, wo es lang geht. Alle Achtung, er kann schon von sich behaupten, dass er vor dem Oberbürgermeister blank gezogen hat. Das ist wirklich eine wunderschöne Idee. Es sind noch sehr viele leere Seiten drin und die füllen wir, wenn du wieder aus Costa Rica zurückkommst. Meine Tochter und meine Frau, die verspäten sich noch ein bisschen. Wir müssen noch ein bisschen. Da bist du. Hey. Hast du was von deiner Mutter gehört? Ist sie noch nicht hier? Nein, nein. Ist alles in Ordnung mit dir? Henry, ich habe ihn nicht gefunden. Abschied. Hm? Na ja, komm. Steig jetzt mal ein. Okay. Atto? Nora, wo bleibst du denn? Der Fahrer ist da. Wir warten alle auf dich. Ja, ich muss mal ganz schnell in den Kiosk. Was jetzt? Dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Ich bin doch schon da. Es geht schnell. Ich habe meinen Ehering hier vergessen, den alten, den du für mich aufbewahrt hast. Und Nora, das ist doch nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir jetzt hier zusammen sind. Losfahren. Aber mir ist er wichtig. Ich bin auch gleich zurück. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke sehr. Kontrollierst du deine Nichte oder deinen potenziellen Teilhaber? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das mit der Teilhaberschaft so eine gute Idee ist. Nach deiner Erfahrung in der Vergangenheit wundert es mich sowieso, dass du es überhaupt in Betracht ziehst. Ja, in der Art hat mir das Torben auch versucht zu erklären. Und Carla auch. Ja, dann hör auf deine Freunde. Vertag den Denkmalschutz. Bis du es aus eigenen Mitteln stemmen kannst. Ich muss die Gewissheit haben, dass es gut so bleibt, wie es ist, auch wenn ich mal nicht mehr bin. Das kannst du in 2 Jahren immer noch. Oder bist du krank? Willst du mir Sorgen machen? Wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es nie mehr. Ich habe die Sache angeschoben, also bringe ich sie auch zu Ende. Ja, wenn es dir so wichtig ist, dann beiß in den sauren Apfel und löse deine Geldanlagen mit Verlust auf. Dann würde
mich der Rückbau keine 500.000 kosten, sondern wesentlich mehr. Ausgerechnet Militär. Seine Hotels laufen erfolgreich und unsere Kooperation funktioniert. Würdest du mich im Moment entschuldigen? Ist das der Moment, wo ich dich als Freund zurückhalten sollte? Nein, das ist der Moment, wo du mir als Freund den Rücken stärken solltest. Entschuldigen Sie die Störung, aber Herr Militz, hätten Sie vielleicht einen Moment? Sicher. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Und, haben Sie sich entschieden? Ja. Ich würde gerne Ihr Angebot annehmen. Allerdings in einer leicht abgewandelten Form. Ich könnte Ihnen die stille Teilhaberschaft anbieten. Ach, ich soll zahlen und den Mund halten? Das wäre optimal für mich. Wissen Sie, ich bin Geschäftsmann. Und wenn ich so viel Geld investiere, dann will ich mich auch gern einbringen, allein schon, um meine Investition zu schützen. Sie können sich anhand der Geschäftszahlen jederzeit davon überzeugen, dass Ihr Geld in diesem Haus gut aufgehoben ist. Sie haben ein erstklassiges Hotel, aber um Platz 1 zu halten, muss man sich ständig was Neues einfallen lassen. Ja, wie zum Beispiel unsere Kooperation. Ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam dem Drei Könige die Krone aufsetzen können und ich habe große Lust auf eine Zusammenarbeit. Tut mir leid, Herr Militz, aber mehr als eine stille Teilhaberschaft kann ich Ihnen im Moment nicht anbieten. Dann verstehen Sie sicher, dass ich darüber nachdenken muss? Und? Er denkt darüber nach. Ich verstehe das nicht. Deine Mutter ist sonst auch immer so zuverlässig. Hätte ich Henry auch noch länger suchen können. Du bleibst jetzt schön hier. Hey, Henry. Ich hätte dich gerne noch mal gesehen, bevor es zu spät ist. Übrigens, jetzt ist es zu spät. Ich muss mein Handy gleich abgeben. Ich habe dir einen USB-Stick ins Zimmer gelegt. Also, wenn du es dir anschauen magst, dann... Und lösch die Nachricht sofort, wenn du sie gehört hast, ja? Sonst rede ich nie wieder ein Wort mit dir. Ich vermisse dich jetzt schon. Hast du in deiner Ausbildung auch Psychologiekurse belegt? Was Zuhören angeht, bin ich ein Naturtalent. Okay, ich muss los. Wenn wir jetzt nicht tanzen gehen, dann kann ich mich ebenso gut um die liegen gebliebene Arbeit in der Wäscherei kümmern. Bisher bist du ja heute nicht viel zum Arbeiten gekommen. Und wessen Schuld ist das? Ciao. Ciao. Hallo? Was machen Sie denn da? Erst verpassen Sie mir mit Ihrem Auto eine Dusche, dann nehmen Sie sich einfach dreist meinen Parkplatz und jetzt klauen Sie meinen teuersten Whisky? War das Ihr Kontaktmann vom LKA? Frau. Vielleicht hatte sie wichtige Neuigkeiten für Sie. Was wollen Sie von mir? Was ich will, hat sich seit 20 Jahren nicht geändert. Sehr gut verstehen, dass du verbittert bist. Du hast 20 Jahre lang unschuldig im Gefängnis gesessen. Wenn du jetzt abdrückst, dann machst du dich wirklich zum Mörder. Du solltest jetzt gehen, Volker. Nein. Vater, ich glaub dir das nicht. Du bist nicht in der Lage, abzudrücken. Frag sie. Das ist der Moment, auf den ich 20 Jahre lang gewartet habe. Du hast diesen Mann damals erschossen?
Burgstedt. Hartmann ist ausgebrochen. Was? Sofort in den Kiosk. Zur Wohnung. Schnell. Die ganzen Jahre hast du mich glauben lassen. Du bist unschuldig. Wie du siehst, kannst du mit der Wahrheit ja nicht umgehen. Herr Carstens, nehmen Sie die Wahrheit. Halten Sie sich da raus! Das Weichei hat nicht den Mumm abzudrücken. Na los, komm schon, Volker. Zeig mir, dass du mein Sohn bist. Herr Carstens. Gehen Sie. Die hier einstellen. Sie wäre ein Gewinn für den Service, da bin ich mir sicher. Ja, aber Referenzen hin oder her, es muss auch menschlich stimmen. Kim ist offen, freundlich, also sie wird dir gefallen. Okay, ich mache 100 Kreuze, wenn ich personell wieder gut aufgestellt bin. Ich meine, Torben reitet heute schon wieder alleine aus, nur weil ich hier nicht weg kann. Ja, wenn du willst, kann ich ja mein Auge auf das Restaurant haben. Das würdest du tun? Nö, ich habe heute keine Termine mehr. Sag mal, traust du mir das überhaupt zu? Ja. Ihr wart aber lange unterwegs. Hast du uns vermisst? Sag bloß, du hast mit Frau Franke gesprochen. Ja. Ruhig und sachlich. Okay, gut. Gut, dass du dabei warst, mein Kleiner, und auf deinen Vater aufgepasst hast. Ich denke, ich habe sie erreicht. Wie, was heißt das? Das heißt, Frau Franke wird ihre Falschaussage zurückziehen. Wie bitte? Sie hat zugegeben, dass sie damals vor Gericht gelogen hat? Ja, nicht direkt. Ich denke, sie hat Angst vor einer Strafverfolgung. Ich habe ihr geraten, sich an einen Anwalt zu wenden. Ihre Drogendelikte liegen so lange zurück, sie sind längst verjährt. Sie kann also die Aussage gefahrlos revidieren. Selbst wenn sie damals falsch ausgesagt hätte, warum sollte sie die Aussage jetzt zurücknehmen? Sie seit 20 Jahren mit einem schlechten Gewissen lebt, ist das nicht genug? Sie wollen Teilhaber im Dreikönige werden? Sie brauchen das Geld für den Denkmalschutz. Und ich könnte Ihnen zudem den Rücken für die Bauarbeiten am Gutshaus freihalten. Haben Sie mit dem Schlosshotel in Celle und dem Askanienpark nicht schon genug zu tun? Ich habe genug Energie für 5 weitere Hotels. Und ich habe schlechte Erfahrungen mit Teilhabern gemacht. Es ist nur ein Angebot. Denken Sie in Ruhe drüber nach. Aber ich verspreche Ihnen, ich bin kein Teilhaber wie die, die Sie bisher hatten. Ich werde mir das durch den Kopf gehen lassen. Was machst denn du da? Noch mal kontrollieren, ob ich alles hab. Nora, falls was fehlt, kaufen wir es nach. Komm. Karla hat noch die Ehringe meiner Eltern. Sie hat sie für mich aufbewahrt, seitdem in meinen Bus eingebrochen wurde. Keine persönlichen Gegenstände. Es steht explizit in den Statuten des Zeugenschutzprogramms. Aber sie begleiten mich mein ganzes Leben lang schon. Ja. Habt ihr die SMS auch bekommen? Mhm. Ja. Wir haben noch 3 Stunden. Ich muss zu Henry. Ich muss mich verabschieden. Nein. Das ist genau das, was du eben nicht tun sollst. Es steht explizit... Ich muss auch noch zu Karla. Mich verabschieden. Ja, sag mal, tut hier eigentlich jeder, was er will? Ihr macht es, Frau Hellebaum, wirklich... Nein. Ein Ritter auf einem Pferd. Der nächste Hinweis ist das Gutflickenschild. Erika, komm, mach das da rein. Wir müssen los. Dankeschön. Bitteschön und viel Vergnügen noch. Erzählt gerade, dass du darüber nachdenkst, Melitza am Dreikönige zu beteiligen? Ich meine, Denkmalschutz in allen Ehren, aber du hast mich vor kurzem noch vor dem Mann gewarnt. Ich habe ja nicht die Absicht, ihm hier Prokura zu geben. Aber ich verstehe dich trotzdem nicht. Du hast dich total aufgeregt, dass er mich abwerben wollte. Ja, weiß eben, was gut ist. Er versteht sein Geschäft und das Schlosshotel in Celle steht finanziell hervorragend da. Und seit er dem Askania-Park übernommen hat, ist der Gewinn um fast 20% gestiegen. Gunther, wie kommst du denn an die Zahlen von Melitzas Hotel? Ich habe sie in meine Quellen. Aber
Aber warum suchst du überhaupt deinen Teilhaber? Nach dem Drama mit deinem Bruder und, naja, mit Merle ist es doch auch nicht gut gelaufen. Dann werde ich mal sehen, ob ich Kim ja herlotsen kann. Dann könnt ihr euch kennenlernen. Du hast mit ihr gesprochen? Hat sie denn Lust, in einer Kleinstadt zu arbeiten? In einer besonders hübschen Kleinstadt? Also auch wenn du sie überzeugen könntest, in Lüneburg statt in London zu arbeiten, es heißt noch lange nicht, dass ich... Anderen zum Essen ein. Einverstanden? Einverstanden. Du warst schlauer. Du hast deinen Anteil auf ein Sparkonto gegeben. Gut war, dass ich mir ein Lotterielos gekauft und damit die Moselfahrt gewonnen habe. Ja, und in der Drogerie hing ein altes Wahlplakat von Ihnen. Heißt, der nächste Hinweis müsste hier in Ihrem Büro sein. Gut kombiniert. Was Weiches? Also ein kleiner Tipp, wenn Sie wissen wollen, was da drin ist, holen Sie es raus. Ach nee. So. Der Rathausschal. Es geht hier um einen Rekord, nicht um einen Schönheitspreis. Dafür, dass Sie zuerst nicht mitmachen wollten, legen Sie sich ganz schön ins Zeug. So ist es unter Geschwistern. Wenn es drauf ankommt, habe ich Erika noch nie im Stich gelassen. Was hast du mich getriezt, dass ich endlich die Stricknadeln in die Hand genommen habe? Aber guck mal weiter. Das Bild. Hier, dafür stehst du in der ersten Reihe. Tatsächlich. Aber wo ist denn dann der nächste Hinweis? Kann ich das wegwerfen? Ja, natürlich. Ganz sicher? Ich nicht einfach für eure Sicherheit zu sorgen. Ich kann nicht einfach so gehen. Na ja, gut. Aber sei pünktlich wieder zurück. Sei mir nicht böse, aber Milica ist mir nicht geheuer. Ja, mir auch nicht, aber wir sitzen beide in einem Boot. Und das würde wohl kaum zum Kentern bringen wollen. Ich meine, trotz aller Vorbehalte, wir arbeiten gut zusammen. Was auch die jetzige Kooperation zeigt. Ja, das mag ja sein, aber willst du dir wirklich in alle Entscheidungen von ihm reinreden lassen? Naja, man müsste die Aufgabengebiete für Herrn Mielitzer natürlich genau definieren. Das lässt sich natürlich machen, aber trotzdem... Setzt du mir einen Vertrag auf? Du willst das wirklich, oder? Ich möchte mir einfach die Möglichkeit offen halten. Gut, dann musst du mir genau sagen, welche Aufgaben Mielitzer übernehmen soll. Ja, von Investitionsentscheidungen ist er auf jeden Fall ausgeschlossen. Das wird ihm aber nicht gefallen, wenn er Geld in dein Unternehmen steckt. Dann soll er den Vertrag ablehnen. Aber Werbung, Marketing, ich glaube, das kann er ganz gut. Dann kann er den Aufgabenbereich übernehmen. Die Kopie einer Aktie, die wir in der alten Drogerie unserer Eltern gefunden haben. Also weit sind Sie also nicht mit Ihrer Schnitzeljacke gekommen. Sie hat mir aber schon schöne Erinnerungen beschert. Unsere Wette. Du investierst in dein Los und ich in die Aktien. Und wer nach einem halben Jahr mehr Gewinn gemacht hat, denn... Okay, ich muss los. Wenn wir jetzt nicht tanzen gehen, dann kann ich mich ebenso gut um die liegen gebliebene Arbeit in der Wäscherei kümmern. Bisher bist du ja heute nicht viel zum Arbeiten gekommen. Und wessen Schuld ist das? Ciao. Ciao. Hallo? Was machen Sie denn da? Erst verpassen Sie mir mit Ihrem Auto eine Dusche, dann nehmen Sie sich einfach dreist meinen Parkplatz und jetzt klauen Sie meinen teuersten Whisky? War das Ihr Kontaktmann vom LKA? Frau. Vielleicht hatte sie wichtige Neuigkeiten für Sie. Was wollen Sie von mir? Was ich will, hat sich seit 20 Jahren nicht geändert. Vater. Gib mir diese Waffe. Ich kann sehr gut verstehen, dass du verbittert bist. Du hast 20 Jahre lang unschuldig im Gefängnis gesessen. Wenn du
du jetzt abdrückst, dann machst du dich wirklich zum Mörder. Du solltest jetzt gehen, Volker. Nein. Vater, ich glaub dir das nicht. Du bist nicht in der Lage, abzudrücken. Sag sie. Das ist der Moment, auf den ich 20 Jahre lang gewartet habe. Du hast diesen Mann damals erschossen? Burgstedt. Hartmann ist ausgebrochen. Was? Sofort in den Kiosk. Zur Wohnung. Schnell. Glauben lassen, du bist unschuldig. Wie du siehst, kannst du mit der Wahrheit ja nicht umgehen. Herr Carstens, nehmen Sie die Wahrheit. Halten Sie sich da raus! Das Weichei hat nicht den Mumm, abzudrücken. Lange Zeit. Suchen Sie alle Unterlagen zusammen. Ich will die Vorgänge nachvollziehen können. Sie sollen alle Unterlagen haben, bis ins kleinste Detail. Natürlich werden wir neue Freunde finden. Aber auch eine zweite Carla, die wird es für mich nicht geben. Vor allem, wir werden mit unseren neuen Freunden nie über unsere Vergangenheit offen reden können. Nee. Was ist das? Das ist mein altes Stethoskop. Dein altes Stethoskop? Mhm. Wie hast du das denn rübergerettet? Habe ich in meinem Bus versteckt. Gegen die Statuten des Zeugenschutzprogramms? Ja, ich konnte nicht anders. Ich konnte mich nicht davon trennen. Ja, wie von den Lapislazuli-Ringen, die Ringen deiner Eltern und meiner Doktorarbeit. Ja. Du hast eben eine kleine Revoluzerin zur Frau. Mhm. Ich habe auch überlegt, ob ich den Bus mit ins Zeugenschutzprogramm nehme. Würde Frau Hellober merken, oder? Ich überlege gerade, ob ich den Teilchenbeschleuniger mit in die Tasche kriege. Okay, wenn du die Wahl hättest. Teilchenbeschleuniger oder Bus. Was würdest du mitnehmen? Naja, dein alter Bus fällt schon bald auseinander. Wir könnten einen neuen gebrauchen. Ich nehme doch lieber einen anderen Mann mit. Tja, das war also das Kapitel Lüneburg. Wir sind abreisebereit. Ich werde die Zeit hier nie vergessen. Mit Carla. Volker Carstens, Stefan Hartmann. Keine Sorge, ich weiß, warum wir nicht hierbleiben können. Ich rufe mal Edda an. Arthur, ich muss noch was klären. Wie? Ich kann sonst nicht unbeschwert in unser neues Leben starten. Ja, aber wir haben nur noch 2 Stunden Zeit. Ich bin rechtzeitig zurück. Fürs Wünscheln ist sie zu klein. Ja, ich kann das immer noch nicht fassen, dass Sie damals eine Quelle auf dem Gut gefunden haben. Ja, das Wünscheln liegt mir. Ja, kam danach nicht dieser ominöse Wunderheiler nach Lüneburg? Ja, Dr. Larsen. Ja, da war ich gerade in Randa. Schade, dass ich den verpasst habe. Der war für uns alle eine Enttäuschung. Gibt es dafür kein Erinnerungsstück? Einen dieser ominösen Heilsteine? Auf die Erinnerung kann ich verzichten. Naja, also, aber jetzt sollten wir weitergehen. Ja. Etzeljagd ist noch nicht zu Ende. Wunderbar. Und wo ist der nächste Hinweis? Also, bevor es weitergeht, ich muss was essen. Wie, du machst jetzt schlapp? Ich bin hungrig. Was bist du? Du hast 20 Jahre lang unschuldig im Gefängnis gesessen. Wenn du jetzt abdrückst, dann machst du dich wirklich zum Mörder. Du solltest jetzt gehen, Volker. Nein. Vater, ich glaub dir das nicht. Du bist nicht in der Lage, abzudrücken. Sag sie. Nein. Nein. Das ist der Moment, auf den ich 20 Jahre lang gewartet habe. Du hast diesen Mann damals erschossen?
Burgstedt. Hartmann ist ausgebrochen. Was? Sofort in den Kiosk. Zur Wohnung. Schnell. Die ganzen Jahre hast du mich glauben lassen, du bist unschuldig. Wie du siehst, kannst du mit der Wahrheit ja nicht umgehen. Herr Carstens, nehmen Sie die Wahrheit. Halten Sie sich da raus! Das Weichei hat nicht den Mumm abzudrücken. Na los, komm schon, Volker. Zeig mir, dass du mein Sohn bist. Herr Carstens. Gehen Sie. Die hier einstelle. Sie wäre ein Gewinn für den Service, da bin ich mir sicher. Ja, aber Referenzen hin oder her, es muss auch menschlich stimmen. Kim ist offen, freundlich, also sie wird dir gefallen. Okay, ich mache 100 Kreuze, wenn ich personell wieder gut aufgestellt bin. Ich meine, Torben reitet heute schon wieder alleine aus, nur weil ich hier nicht weg kann. Ja, wenn du willst, kann ich ja mein Auge auf das Restaurant haben. Das würdest du tun? Nö, ich habe heute keine Termine mehr. Sag mal, traust du mir das überhaupt zu? Ja. Ihr wart aber lange unterwegs. Hast du uns vermisst? Ich glaub bloß, du hast mit Frau Franke gesprochen. Ja, ruhig und sachlich. Okay, gut. Gut, dass du dabei warst, mein Kleiner, und auf deinen Vater aufgepasst hast. Ich denke, ich habe sie erreicht. Wie, was heißt das? Das heißt, Frau Franke wird ihre Falschaussage zurückziehen. Wie bitte? Sie hat zugegeben, dass sie damals vor Gericht gelogen hat? Naja, nicht direkt. Ich denke, sie hat Angst vor einer Strafverfolgung. Ich habe ihr geraten, sich an einen Anwalt zu wenden. Ihre Drogendelikte liegen so lange zurück, sie sind längst verjährt. Sie kann also die Aussage gefahren. Nicht ihm hier Prokura zu geben. Aber ich verstehe dich trotzdem nicht. Du hast dich total aufgeregt, dass er mich abwerben wollte. Ja, weiß eben, was gut ist. Er versteht sein Geschäft. Und das Schlosshotel in Celle steht finanziell hervorragend da. Und seitdem Ascania Park übernommen hat, ist der Gewinn um fast 20% gestiegen. Gunther, wie kommst du denn an die Zahlen von Militzas Hotel? Ich habe sie in meine Quellen. Aber warum suchst du überhaupt einen Teilhaber? Nach dem Drama mit deinem Bruder und, naja, mit Merle ist es doch auch nicht gut gelaufen. Dann werde ich mal sehen, ob ich Kim hier herlotsen kann. Dann könnt ihr euch kennenlernen. Hm? Du hast mit ihr gesprochen. Hat sie denn Lust, in einer Kleinstadt zu arbeiten? In einer besonders hübschen Kleinstadt? Also auch wenn du sie überzeugen könntest, in Lüneburg statt in London zu arbeiten, es heißt noch lange nicht, dass ich... Anderen zum Essen ein. Einverstanden? Einverstanden. Du warst schlauer. Du hast deinen Anteil auf ein Sparkonto gegeben. Gut war, dass ich mir ein Lotterielos gekauft und damit die Moselfahrt gewonnen habe. Ja, und in der Drogerie hing ein altes Wahlplakat von Ihnen. Heißt, der nächste Hinweis müsste hier in Ihrem Büro sein. Gut kombiniert. Was Weiches? Also ein kleiner Tipp, wenn Sie wissen wollen, was da drin ist, holen Sie es raus. Ach nee. So. Der Rathausschal. Es geht hier um einen Rekord, nicht um einen Schönheitspreis. Dafür, dass Sie zuerst nicht mitmachen wollten, legen Sie sich ganz schön ins Zeug. So ist das unter Geschwistern. Wenn es drauf ankommt, habe ich Erika noch nie im Stich gelassen. Was hast du mich getriezt, dass ich endlich die Stricknadeln in die Hand genommen habe? Aber guck mal weiter. Das Bild. Hier, dafür stehst du in der ersten Reihe. Tatsächlich. Aber wo ist denn dann der nächste Hinweis? Kann ich das wegwerfen? Ja, natürlich. Ganz sicher? Ich nicht einfach für eure Sicherheit zu sorgen. Ich kann nicht einfach so gehen. Na ja, gut. Aber sei pünktlich wieder zurück. Sei mir nicht böse, aber Militza ist mir nicht geheuer. Ja, mir auch nicht, aber wir sitzen beide in einem Boot. Und das würde wohl kaum zum Kentern bringen wollen. Ich meine, trotz aller Vorbehalte, wir arbeiten gut zusammen. Was auch die jetzige Kooperation zeigt. Ja, das mag ja sein, aber willst du dir wirklich in alle Entscheidungen von ihm reinreden lassen?
Naja, man müsste die Aufgabengebiete für Herrn Mielitzer natürlich genau definieren. Das lässt sich natürlich machen. Aber trotzdem. Setzt du mir einen Vertrag auf? Du willst das wirklich, oder? Ich möchte mir einfach die Möglichkeit offen halten. Also, kommen wir ins Geschäft? Gut, dann dürfen Sie das als verbindliche Zusage sehen. Wiederhören. Ich bin beeindruckt. Nie mit dem ersten Angebot zufrieden geben. Das tue ich auch nicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich 13% ausgehandelt hätte. Denken Sie mal über die Teilhaberschaft nach. In Zukunft könnte ich die heiklen Verhandlungen übernehmen. Was würden Sie davon halten, wenn ich bei Ihnen im Ascania-Park einsteige? Ja, wenn ich an Ihrer Stelle wäre und würde Kapital benötigen, dann... Ja, herzlich willkommen als Teilhaber in meinem Hotel. Ja, das sagt sich so leicht. Ich will Sie nicht unter Druck setzen. Ich weiß, die Entscheidung ist nicht einfach. Bis bald. Ach, sag mal, hast du gestern diese Dokumentation gesehen? Nee. Wo sind die Wachmänner? Saßen gerade noch da. Fahr uns weg. Such den zweiten Wachmann. Hallo? Hallo? Hey, wachen Sie auf? Okay, wo ist Hartmann? Ich wusste gar nicht, dass man hier auch tanzen gehen kann. Lüneburg hat einiges zu bieten. Fürs Erste reicht's mir, wenn wir heute Abend Spaß haben. Du wirst diesen Club lieben. Und diese wöchentliche Samba-Party, die ist fast so gut wie in Rio de Janeiro. Hör auf anzugeben. Wie lange willst du eigentlich in Lüneburg bleiben? Ein paar Tage, keine Ahnung. Hängt davon ab, wie gut unser Abend heute wird. Ach, jetzt setzt du mich unter Druck. Ich sollte bald weiterziehen. Schließlich suche ich einen neuen Arbeitsplatz. Arbeit gibt's doch auch in Lüneburg. Ich dachte eher an London, Rom, Paris. Hallo Kim. Oder Silber, schön dich zu sehen. Ich hoffe, es hat bisher geschmeckt. Bist du jetzt auch noch Küchenchef? Nein, Carla ist nicht da, aber sie hat mich gebeten, einen Blick aufs Restaurant zu haben. Bei uns war alles ganz wunderbar. Das Essen war super, der Service leider ein bisschen lahm. Ja, der Barkeeper ist leider auch ausgefallen, krankheitsbedingt. Hat sie keinen Ersatz gefunden? Leider nein. Und Frau Saravakos kann ich nicht erreichen. Und vielleicht hätte sie ja noch jemanden im Petto. Die Kellnerin hat da ja ganz schön Land unter. Ja, das kannst du laut sagen. Da muss ich wohl jetzt ran. Entschuldigung, nehmen Sie bitte die Bestellung an Tisch 6, nein, Tisch 8 auf und servieren den dritten Menügang an Tisch 6. Selbstverständlich. Danke. Tja, und ich muss hinter die Bar. Bevor du dich hinter die Bar stellst, helfe ich lieber aus. Das würdest du tun? Ich habe heute Morgen gesehen, wie du Kaffee einschenkst. Du hast in dem Tresen nichts zu suchen. Das wäre wirklich sehr nett, aber... Also, kommen wir ins Geschäft? Gut, dann dürfen Sie das als verbindliche Zusage sehen. Wiederhören. Ich bin beeindruckt. Nie mit dem ersten Angebot zufrieden geben. Das tue ich auch nicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich 13% ausgehandelt hätte. Denken Sie mal über die Teilhaberschaft nach. In Zukunft könnte ich die heiklen Verhandlungen übernehmen. Was würden Sie davon halten, wenn ich bei Ihnen im Ascania-Park einsteige? Ja, wenn ich an Ihrer Stelle wäre und würde Kapital benötigen, dann... Ja, herzlich willkommen als Teilhaber in meinem Hotel. Ja, das sagt sich so leicht. Ich will Sie nicht unter Druck setzen. Ich weiß, die Entscheidung ist nicht einfach. Bis bald. Ach, sag mal, hast du gestern diese Dokumentation gesehen? Nee. Wo sind die Wachmänner? Saßen gerade noch da. Fahr uns weg. Such den zweiten Wachmann. Hallo? Hallo? Hey, wachen Sie auf? Okay, wo ist Hartmann? Hier auch tanzen gehen kann. Lüneburg hat einiges zu bieten. Fürs Erste reicht's mir, wenn wir heute Abend Spaß haben. Du wirst diesen Club lieben. Und diese wöchentliche Samba-Party, die ist fast so gut wie in Rio de Janeiro. Hör auf anzugeben. Wie lange willst du eigentlich in Lüneburg bleiben?
Ein paar Tage, keine Ahnung. Hängt davon ab, wie gut unser Abend heute wird. Ach, jetzt setzt du mich unter Druck. Ich sollte bald weiterziehen. Schließlich suche ich einen neuen Arbeitsplatz. Arbeit gibt's doch auch in Lüneburg. Ich dachte eher an London, Rom, Paris. Hallo Kim. Oder Silva, schön dich zu sehen. Ich hoffe, es hat bisher geschmeckt. Bist du jetzt auch noch Küchenchef? Nein, Carla ist nicht da, aber sie hat mich gebeten, einen Blick aufs Restaurant zu haben. Bei uns war alles ganz wunderbar. Das Essen war super, der Service leider ein bisschen lahm. Ja, der Barkeeper ist leider auch ausgefallen, krankheitsbedingt. Hat sie keinen Ersatz gefunden? Leider nein. Und Frau Saravakos kann ich nicht erreichen. Und vielleicht hätte sie ja noch jemanden im Petto. Die Kellnerin hat da ja ganz schön Land unter. Ja, das kannst du laut sagen. Da muss ich wohl jetzt ran. Entschuldigung. Nehmen Sie bitte die Bestellung an Tisch 6, nein, Tisch 8 auf und servieren den dritten Menügang an Tisch 6. Selbstverständlich. Danke. Tja, und ich muss hinter die Bar. Bevor du dich hinter die Bar stellst, helfe ich lieber aus. Das würdest du tun? Ich habe heute Morgen gesehen, wie du Kaffee einschenkst. Du hast in dem Tresen nichts zu suchen. Das wäre wirklich sehr nett, aber wolltet ihr nicht ausgehen? Da kann man nichts. Wir begegnen uns noch mal. Sag mal. Hast du noch die Eheringe meiner Eltern? Natürlich. Allerdings zu Hause. Gut. Ich möchte, dass du sie behältst. Aber mir gefällt die Vorstellung, dass du was für mich aufbewahrst. Und dass ich irgendwann zurückkomme und es mir abhole. Es hat mir so gut getan, dich in den letzten Wochen an meiner Seite zu haben. Diese Rolle wird jetzt jemand anders übernehmen. Aber ich werde dich... Sag das nicht, bitte. Lass uns einfach so tun, als würden wir uns morgen wiedersehen. Ohne Abschied? Ohne Abschied. Na dann. Bis morgen, Carla. Bis morgen. Edda will die Zeit mit ihm genießen. Die letzten Tage, Stunden, Sekunden, die ihnen noch zusammenbleiben. Guter Plan. Aber wie soll das gehen? Jeder Tag, jede Stunde, jede Sekunde ist bestimmt vom drohenden Abschied. Von der Zukunft, die sie nicht teilen werden. Weil Edda es so entschieden hat. Was bleibt in Erinnerung? Und auch die wird er verlieren. So wie er Edda verloren hat. Deine Empanadas waren super lecker. Nicht der Rede wert. Das Rezept ist von meiner Schwester. Mhm. Vielen Dank für die Einladung. Nachdem wir uns nun heute schon zum zweiten Mal zufällig getroffen haben, war das ja wohl auch nötig. Ja, so eine kleine Stadt hat auch was für sich. Hey, ist Henry da? Das ist Kim aus New York, die Nichte von Herrn Blickenschild. Hallo. Weißt du, wo Henry ist? Ruf ihn doch an. Habe ich schon, der geht nicht dran. Riecht das nach Liebeskummer? Keine Ahnung. Du, wenn wir heute Abend noch tanzen gehen wollen, dann muss ich noch ein paar Stunden in der Wäscherei arbeiten. Ich habe mich sowieso schon gefragt, wie du dir so viel Zeit nehmen kannst. Ich bin mein eigener Chef. Ist bei euch alles in Ordnung? Ja, ist alles gut. Sag mal, hast du Frau Franke angerufen? Du wolltest dich bei ihr bedanken für deine Rettung. Sie hat meinen Tod nur hinausgezögert. Komm, was soll das? Was will ich von dir nicht hören? Die Therapie schlägt hervorragend an. Sie war vorhin hier. Das ist ein gutes Zeichen. Wofür? Dass sich ihr Gewissen regt. Das heißt, ich muss nur an ihr dranbleiben. Und früher oder später wird sie diese Aussage zurückziehen.
Das kannst du vergessen, glaub mir. Quatsch, ich hab ein gutes Gefühl. Da musst du dich aber beeilen. Ach, vergiss es. Lass uns spazieren gehen. Ich brauche frische Luft. Okay. Ich frag den Wärter, ob das in Ordnung geht. Ich will nicht, dass der mitkommt. Wie stellst du dir das vor? Wir kommen nicht an ihm vorbei. Lenk ihn ab. Hör mal, was glaubst du, was hier los ist, wenn du dich aus dem Zimmer schleichst? Ach, Volker. Wo soll ich schon hin? Ein gebrechlicher, todkranker Mann. Los, hilf mir in den Rollstuhl. Vater. Entschuldige, wenn ich dir jetzt helfe, dann können wir uns eine Zelle teilen. Willst du das? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sich das Leben da draußen anfühlt. Ohne Gitter und ohne Schließer. Jetzt hör mir mal ganz gut zu. Ich bringe die Frau Franke dazu, dass sie ihre Aussage revidiert und dann gehe ich mit dir, wohin du willst. Okay? Hey, ich verspreche es. Ja. Tja, ich muss zurück ins Büro. Wenn du irgendetwas brauchst, dann lässt du mich rufen. Okay? Mal positiv. Jetzt kannst du hier am Imbiss nach dem Rechten sehen. Das wolltest du gestern schon machen. Komm, ich wäre viel lieber mit dir ausgeritten. Aber mit einer nassen Reithose, mit nassen Reitstiefeln. Echt, diese Schnäpfe hinterm Steuer, ja, die hat mir den ganzen Tag vermiest. Ach, guck mal, da fährt einer raus, der kann so einpacken. Ah, perfekt. Was hältst du davon, wenn wir heute nach Feierabend ausreiten? Komm, ich komme doch erst raus, wenn es dunkel ist. Wir machen eben einen Nachtausritt. Das klingt spannend. Ich habe noch 2 Stirnlampen von meinen Patagonien-Vorbereitungen. 2? Konntest du dich mal wieder nicht für ein Modell entscheiden? Okay, ah. Hey, das glaube ich jetzt nicht. Das ist doch das gleiche Auto. Mit der Frau erzähle ich jetzt mal wirklich was. Hala. Wirklich dran? Die hält nicht mal an! Hat sie nicht gesehen? Dann darf sie nicht hinter das Steuer, das ist eine Unverschämtheit! Mann! Erwarten Sie, dass ich mich bedanke, weil Sie mir das Leben gerettet haben? Nein. Sie hätten mich da draußen im Park verrecken lassen sollen. Dann wäre ich ja nicht besser als Sie. Nach 20 Jahren in Angst wären Sie endlich frei gewesen. Ich bin frei. Ich habe keine Angst. Nein, diese Macht haben Sie nicht mehr über mich. Da habe ich aber ja was ganz anderes in Ihren Augen gesehen. Ich bin stolz darauf, dass ich Sie vor 20 Jahren mit meiner Aussage ins Gefängnis gebracht habe. Und ich würde es heute genauso wieder machen. Wie geht's Ihrer Tochter? Wir haben schon einmal eine glückliche Zukunft geschaffen. Wir schaffen das auch wieder. Weiß das LKA, dass Sie hier sind? Haben Sie Ihre Taschen schon gepackt? Hat das LKA Ihnen schon neue Papiere besorgt? Ich fühle mich geehrt, dass Sie gekommen sind, um sich von mir zu verabschieden. Ihr Sohn lebt seit 20 Jahren mit Ihrer Lüge. Machen Sie Ihren Frieden und sagen Sie ihm die Wahrheit. Der Patient hat alles, was er braucht. Ich
So, jawohl. Nur sag schon, wo geht es als nächstes hin? Du musst nur den Hinweisen folgen. Bitte? Aber hier sind keine Hinweise. Wir müssen in die Laube. Kommt, wir essen später. Nein, ich habe Hunger. Okay. Atto? Nora, wo bleibst du denn? Der Fahrer ist da. Wir warten alle auf dich. Ja, ich muss mal ganz schnell in den Kiosk. Was jetzt? Dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Ich bin doch schon da. Es geht schnell. Ich habe meinen Ehering hier vergessen, den alten, den du für mich aufbewahrt hast. Und Nora, das ist doch nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir jetzt hier zusammen sind. Losfahren. Aber mir ist er wichtig. Ich bin auch gleich zurück. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke sehr. Kontrollierst du deine Nichte oder deinen potenziellen Teilhaber? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das mit der Teilhaberschaft so eine gute Idee ist. Nach deiner Erfahrung in der Vergangenheit wundert es mich sowieso, dass du es überhaupt in Betracht ziehst. Ja, in der Art hat mir das Torben auch versucht zu erklären. Und Carla auch. Ja, dann hör auf deine Freunde. Vertag den Denkmalschutz. Bis du es aus eigenen Mitteln stemmen kannst. Ich muss die Gewissheit haben, dass das gut so bleibt, wie es ist, auch wenn ich mal nicht mehr bin. Das kannst du in 2 Jahren immer noch. Oder bist du krank? Willst du mir Sorgen machen? Wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es nie mehr. Ich habe die Sache angeschoben, also bringe ich sie auch zu Ende. Ja, wenn es dir so wichtig ist, dann beiß in den sauren Apfel und löse deine Geldanlagen mit Verlust auf. Dann würde mich der Rückbau keine 500.000 kosten, sondern wesentlich mehr. Ausgerechnet Militär. Seine Hotels laufen erfolgreich und unsere Kooperation funktioniert. Würdest du mich im Moment entschuldigen? Ist das der Moment, wo ich dich als Freund zurückhalten sollte? Nein, das ist der Moment, wo du mir als Freund den Rücken stärken solltest. Entschuldigen Sie die Störung, aber Herr Militär, hätten Sie vielleicht einen Moment? Sicher. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Und, haben Sie sich entschieden? Ja. Ich würde gerne Ihr Angebot annehmen. Allerdings in einer leicht abgewandelten Form. Ich könnte Ihnen die stille Teilhaberschaft anbieten. Ach, ich soll zahlen und den Mund halten? Das wäre optimal für mich. Wissen Sie, ich bin Geschäftsmann. Und wenn ich so viel Geld investiere, dann will ich mich auch gern einbringen, allein schon, um meine Investition zu schützen. Sie können sich anhand der Geschäftszahlen jederzeit davon überzeugen, dass Ihr Geld in diesem Haus gut aufgehoben ist. Sie haben ein erstklassiges Hotel, aber um Platz 1 zu halten, muss man sich ständig was Neues einfallen lassen. Ja, wie zum Beispiel unsere Kooperation. Ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam dem Drei Könige die Krone aufsetzen können und ich habe große Lust auf eine Zusammenarbeit. Tut mir leid, Herr Militz, aber mehr als eine stille Teilhaberschaft kann ich Ihnen im Moment nicht anbieten. Also, ich verstehe es nicht. Ach, Nikos Saravakos. Kein Wunder, dass ich die Episode vergessen habe. Was kann ich für Sie tun? Mit Verlaub, Helena. Udo! Nikos hat Ihnen den Kinnhaken nicht verpasst. Nein, aber er war schuld. In einer halben Stunde auf meiner Suite. Eine Leichenübertragung. La Traviata in Bezahl 14. Was meinen Sie, wenn wir beide uns diese Aufführung gleich angucken? Und Udo dachte, Sie stellen Inge nach. Es war schön zu sehen, wie eifersüchtig Udo sein kann. Also ich fand das nicht so schön. Das war das einzige Mal, dass Udo außerhalb des Boxrings zugeschlagen hat. Ich fühle mich geehrt. Ja. Nikos war auch ganz scharf auf dich. Ja, das stimmt. Aber Udo hatte zu keinem Zeitpunkt Grund zur Eifersucht. Hätten Sie ihm das nicht klar machen können, bevor er ausgeholt hat? So, was mache ich jetzt mit meiner Erinnerung? Was klebe ich denn in mein Album? Ja, vielleicht die Rechnung vom Salat? Bitte sehr. Ach, natürlich, Uso. Du, mein Kleiner, wirst mal ganz großer. Vielleicht überlebe ich das hier. Dann bringe ich dir alle Tricks fürs Leben bei. Ja, bestimmt. Willst du nicht mal auf den Arm nehmen? Ich glaube, Kasper hat die Windeln voll. Ich gehe ihn mal schnell wickeln. Schnell
wohl. Oh, ja, mein Schätzchen ist ja gut. Ist bei euch alles in Ordnung? Ja, ist alles gut. Sag mal, hast du Frau Franke angerufen? Du wolltest dich bei ihr bedanken für deine Rettung. Sie hat meinen Tod nur hinausgezögert. Komm, was soll das? Was will ich von dir nicht hören? Die Therapie schlägt hervorragend an. Sie war vorhin hier. Das ist ein gutes Zeichen. Wofür? Dass sich ihr Gewissen regt. Das heißt, ich muss nur an ihr dranbleiben. Und früher oder später wird sie diese Aussage zurückziehen. Das kannst du vergessen, glaub mir. Quatsch, ich hab ein gutes Gefühl. Da musst du dich aber beeilen. Ach, vergiss es. Lass uns spazieren gehen. Ich brauche frische Luft. Okay. Ich frag den Wärter, ob das in Ordnung geht. Ich will nicht, dass der mitkommt. Wie stellst du dir das vor? Wir kommen nicht an ihm vorbei. Lenk ihn ab. Hör mal, was glaubst du, was hier los ist, wenn du dich aus dem Zimmer schleichst? Ach, Volker. Wo soll ich schon hin? Ein gebrechlicher, todkranker Mann. Los, hilf mir in den Rollstuhl. Nachdem wir uns nun heute schon zum zweiten Mal zufällig getroffen haben, war das ja wohl auch nötig. Ja, so eine kleine Stadt hat auch was für sich. Hey, hey. Ist Henry da? Das ist Kim aus New York, die Nichte von Herrn Blickenschild. Hallo. Weißt du, wo Henry ist? Ruf ihn doch an. Habe ich schon, der geht nicht dran. Riecht das nach Liebeskummer? Keine Ahnung. Du, wenn wir heute Abend noch tanzen gehen wollen, dann muss ich noch ein paar Stunden in der Wäscherei arbeiten. Ich habe mich sowieso schon gefragt, wie du dir so viel Zeit nehmen kannst. Ich bin mein eigener Chef. Eliana? Hey. Danke. Danke für alles. Du bist eine echt gute Freundin. Danke, Edda. Du bist auch eine echt gute Freundin. Bis später, ja? Ja. Mich kann ich mitnehmen. Ich bin mit dem Auto da. Danke, super. Also, mach's gut. Ja. Tschüss, tschüss. Zurück, wenn du das hörst. Du weißt schon, warum. Besten Dank, Herr Reiser. Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Kommen Sie, wir begleiten Sie nach draußen. Ich muss nur noch kurz zahlen. Ich bin gleich bei euch. Also im Gegenteil. Sie haben Kollegen, die mir diesen Gefallen sicher nicht getan hätten. Sie haben was gut bei mir, Frau Paulsen. Okay. Ah, das Golftalent vom Denkmalschutz. Sie haben gutes Gedächtnis. Ja, aber immer noch keine Ahnung, wie die Frau Ihnen helfen will, den Laden hier zu übernehmen. Strengen Sie sich an, Sie sind doch Politprofi. Den einen oder anderen Schachzug kann ich wohl noch von Ihnen lernen. Kaffee bitte, schwarz. Haben Sie eine Ahnung, wie teuer es ist, einen Gutshof so zurückzubauen, dass er den Anforderungen des Denkmalschutzes gerecht wird? Sie wollen Flickenschild in Geldnot bringen. Wenn man den König nicht direkt matt setzen kann, muss man ihn über Umwege in die Knie zwingen. Sehr gut, ich muss. Tschüss. Tschüss. Ach, Herr Carsten, es ist gut, dass ich Sie treffe. Ich muss leider raus. Merle wartet draußen auf mich. Herr Carsten, es gibt schwere Vorwürfe bezüglich Ihres Vorgehens beim Aufbau des onkologischen Zentrums. Dass Ihr Vater einen Therapieplatz bekommen hat, stößt einigen Menschen sauer auf. Ich kann mir schon vorstellen, wer mir da einen Strick draus drehen will. Gibt es da irgendwelche Ungereimtheiten? Nein, überhaupt nicht. Das ist alles korrekt abgelaufen. Das hoffe ich. Ich will absolute Transparenz. Können Sie haben. Wenn der Vater des Verwaltungschefs...